Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Albo und heute sind wir auf einem kleinen 24-Stunden-Zelt-Overnighter in meinem benachbarten Wald. Ich bin nicht allein unterwegs und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Sam. Sam, such einen Lagerplatz, such! Na komm! Du bist doch zu nichts nütze, ne? Oh Gott. Merkst du nicht, dass wir schon durchdrehen? Dann mach doch mal was. Hallo Freunde, wir sind gerade in meinem benachbarten Wald unterwegs. Ja. Wie ihr gesehen habt, Sam ist schon fleißig auf Lagerplatzsuche und hat was Feines gefunden. Ja. Und dann bauen wir uns hier gleich mal auf. Ich bin übrigens alleine im Wald, wie ihr nicht gehört habt. Das sind nur Geister hier. Ja. Und Werwölfe haben wir auch noch. Ja, ja, ganz, ganz böse Werwölfe. Tada! Ein kleines Königreich. Eine der geilsten Erfindungen. Albo beim Tab ausspannen, ne? Klar. Ah, das wird die Küche hier, oder? Ah, ne. Ich meine ganz ehrlich, wer braucht schon Strom und Wasser? So weit weg. So weit weg. Ja, ja, ich könnte ja weglaufen ganz schnell, ne? Der arme Hund. Dim, 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 dim. Ich wollte nur festhalten, dass wir zu dritt hier sind. Ja, also falls ich spurlos verschwinde und dann dient diese Aufnahme als Beweismittel. Ja, dann ist er schuld oder vielleicht auch Sam. Oh Scheiße, das Gewitter hat angefangen. Leute, ich hoffe, wir überleben das. Albo, was sagst du dazu? Wir werden sterben. Jo Leute, ihr hört's gerade. Wir haben gerade noch das Tarp fertig gekriegt. Ihr habt's ja gesehen. Und jetzt regnet's nicht nur, es war leichter Regen angesagt, sondern wir haben auch mega Wind. Wir müssen mal gucken, weil es sind eben schon halbe Bäume runtergekommen, ob wir überhaupt hier bleiben können. Wir warten erstmal ein bisschen ab. Ja, und ansonsten müssen wir abbrechen. Weil wir gerade uns selber gefragt haben, was das Sirenengeräusch bedeuten soll. Wenn ihr eine laute Sirene hört, die 3x15 Sekunden ja, sozusagen macht, dann dient das nur der Alarmierung der freiwilligen Feuerwehrkräfte in eurem Dorf. Hat also für die meisten von uns normalerweise nichts. 1x15 Sekunden bedeutet Probealarm. Und eine Minute durchgehender Ton, der immer hoch und runter geht, ist Katastrophenalarm. Tja, nur Katastrophenalarm ist für den Normalbürger wichtig. Und was macht man da? Suchen Sie bitte umgehend das nächste Gebäude auf und schließen Sie Fenster sowie Türen. Es könnten Zombies frei herumlaufen. Das waren die News mit Albo Hilbeck von Generation Outdoor. So, wir scheinen das Schlimmste überstanden zu haben. Ja, es regnet nur noch ganz bisschen. Der Wind hat aufgehört. Und jetzt fangen wir mal an, die Zelte aufzubauen, ja, dass wir hier auch eine entspannte Nacht haben und so. Lauf, du bist frei. Kusch. Ja, das ist dein Zuhause, richtig. Oh Gott. Luft staut sich unter Plastikplanen. Wer hätte das gedacht? Was für eine Erkenntnis. Ja, welche Luft. Und damit herzlich willkommen zurück. Wir haben unsere Zelte aufgebaut, ja, und festgestellt, obwohl es gewittert hat und geregnet, es ist immer noch mega warm und schwül, aber uns geht's gut. Ja. Haben uns quasi eingerichtet und ich zeige euch mal ganz kurz von außen, wie hier alles aufgebaut ist. Da ist mein Zelt, das ist auch mein Zelt, aber das benutze ich heute nicht. Hallöchen. Da ist irgendwas, was da winkt, das habe ich eingesperrt. Da hinten ist das Tarp. Und da hinten versteckt sich gerade Sam. Sam! Sam weiß! Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Tja, und Leute, dann würde ich mal sagen, wir haben einen entspannten Abend vor uns. Ja? Ich lasse euch ein bisschen dran teilhaben ab und zu. Melde ich mich da vielleicht auch noch
Und ja, dann genießen wir mal hier den spontanen 24-Stunden-Overnight da draußen. So, meine lieben Freunde, das Lager steht, ja, und wir haben jetzt sogar hier hinten, man sieht unsere Hängematten so ein bisschen rumchillen, aufgespannt, ja. Einmal ganz kurz zur Einordnung, ihr habt ja auch mitgekriegt, wir hatten jetzt mega die Dürre, selbst in Norddeutschland Dürre, das ist schon ein bisschen was Außergewöhnliches, weil ansonsten hatten wir in den letzten Jahren immer Regen. Also wir hatten hier oben ständig schlechtes Wetter, wir hatten auch keine vernünftigen Sommer und alles mögliche. Halt mal die Goschen da hinten, da. Ich versuche hier gerade Entertainment zu machen. Ja, scheiße, was ein Zufall. Und da dachten wir uns, gehen wir doch auf unseren kleinen 24-Stunden-Sail-Overnighter. Ja. Und ja, bis jetzt scheint das eine gute Idee gewesen zu sein und wir chillen jetzt erstmal noch eine Runde. Aber es ist immer noch mega warm, jetzt ist es auch noch feucht, weil es so mega geregnet hat. Dicke Luft, nicht nur in der Luft und wir sehen uns demnächst wieder. So, meine lieben Freunde, die Nachtzeit ist langsam angebrochen. Ja, wir haben uns in unsere Zelte begeben. Der kleine Sam liegt zu meinen Füßen am Eingang, guckt noch ein bisschen bei jedem Rascheln raus, aber der wird sich auch bald entspannen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen früh wieder. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ja, wir haben es jetzt um und bei 7 Uhr. Wir chillen gerade noch ein bisschen in der Hängematte. Ja, lassen den Morgen sozusagen ausklingen. Sam hat irgendwas entdeckt. Naja, egal. Und naja, wir hatten die ganze Nacht hindurch so einen Wind wie jetzt. Die Bäume sind ordentlich am Wackeln gewesen. Ich hatte schon zwischendurch ein bisschen Schiss, aber im Endeffekt war alles gut, ja, bis auf dass ein kleiner Ast mal runtergekommen ist auf mein Zelt, ist nichts passiert. Top, ja, eigentlich muss man ja sehr doll aufpassen bei starkem Wind, dass man im Wald zeltet, dass man dann nicht da zeltet, wo eine gewisse Gefahr besteht, dass zum Beispiel alte Bäume umfallen oder sonst irgendwas in der Richtung. Ne? Immer darauf aufpassen. Tja, herzlich willkommen bei Generation Outdoor. Mein Name ist Patte und dies war meine erste Nacht im Wald mit Alvo und ich muss sagen, es hat mir unheimlich gut gefallen. Es war aber auch ein bisschen beängstigend mit den Geräuschen, die man nicht zuordnen konnte. Man hat alles viel intensiver gehört und das Knacken in den Bäumen, wie er auch schon erwähnt hat, war leicht beängstigend. Aber ist jetzt zum Glück nichts passiert und letztendlich hat es sich gelohnt. Also gern mal wieder. Ja, hier im Wald, auch jetzt am Morgen, noch die Zeit zu genießen in der Hängematte oder in den Hängematten in dem Fall. Ist wirklich großartig. Es gibt Schöneres im Leben als sowas. Hallo. Hä? Was war das? Hallo. Hehehehe
Der Morgen neigt sich langsam dem Ende. Ja. Wir haben jetzt schon die Zelte eingepackt. Ich zeige euch mal ganz kurz den Platz. Wir räumen gerade noch den Müll zusammen. Wir haben die Hängematten haben wir noch ein bisschen hängen gelassen. Vielleicht setzen wir uns noch mal rein oder so. Und dann geht es aber demnächst auch schon los. Aber ansonsten, der Platz sieht top aus. Ja. Wir haben auch kein Feuer gemacht, Waldbrandgefahr und so weiter und so fort. Aber an sich, super Nacht. Alles entspannt. Ja, ne? Und so sieht der Platz jetzt aus. Ja, wie ihr eben sehen konntet, haben wir unseren Platz so ein bisschen, ja, ich möchte fast sagen, an einer Rüttelgasse, halb in einer Rüttelgasse drin, in einer sehr alten, weil da sind schon wieder Sachen drüber gewachsen und, gebaut. Ansonsten ist hier nämlich der ganze Boden eher wild, weil das ja hier ein Staatsforst ist, ja. Das heißt hier, ist nicht so eine typische Zelluloseplantage von den Autobahnen, wie man es kennt, sondern schon ein sehr schöner Wald. Vor allen Dingen auch schön gemischt. Ja, es gibt Buchen, Eichen, Fichten und alles Mögliche, was noch so dazwischen ist. Und das ist, ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut. Ich bin froh, dass ich so einen Wald jetzt bei mir in der Nähe habe. Der ist jetzt nur 2 Kilometer von meinem Haus entfernt, ja, beziehungsweise meiner Wohnung. Und das ist schon richtiger Luxus mit ein paar richtig geilen Plätzen auch zum Filmen und. Und ja, hier werde ich bestimmt mal öfter hinkommen und immer wieder Videos für euch drehen. Und jetzt würde ich sagen, geht unser 24-Stunden-Zelt-Overnighter auch langsam ein Ende zu. Wir packen noch weiter zusammen, schnacken noch ein bisschen und dann bewegen wir uns auch demnächst mal Richtung Home. Sam, guck da! Guck mal die Kamera! Da! So, meine lieben Freunde, das soll es mit dem Video auch schon gewesen sein. Unser 24-Stunden-Zelt-Overnighter ist langsam vorbei, ja. Sam geht hier auch schon entspannt lang, möchte langsam nach Hause, ja. Und es war eine wunderschöne Tour. Ich komme hier auf jeden Fall nochmal her. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da. Hier links und rechts oben findest du jetzt weitere Videos, einen anderen Overnighter und Ausrüstung. Und hier unten auf dem kleinen Button, wenn du mich noch nicht abonniert hast, kannst du mich abonnieren. Und ich sage dann mal tschüss, bis zum nächsten Video.